Sag mal, Abelmir, habt ihr eigentlich schon eine Idee, wo wir unterkommen wollen? Nun, ich dachte an das beste Hotel am Platz. Ich denke, wir werden eine Kutsche organisieren und uns dorthin bringen lassen. Ich hoffe, es sind noch Plätze frei. Man muss schließlich wahrhaft richtig residieren, um nun ja dieses Symposium zu genießen zu können. Nun ja, ich denke jetzt nicht, dass die Hotels wegen des Symposiums überfüllt sein werden, aber ihr sagtet ja, dass die Opernsaison in einigen Tagen beginnt. In der Also könnte Tat. das durchaus ein Problem werden. In der Tat, wir sollten uns vielleicht etwas sputen. Nun ja, wir werden sehen. Ach, ich hätte reservieren sollen. Warum habt ihr mich nicht daran erinnert? Nun, es ist auf der anderen Seite des Kontinents. Ich Nun, das stellt auch wirklich wahr kein Problem dar. Wir haben auch die sofort benutzt. Es wird eine Möglichkeit geben. Alles muss man selber machen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, dieser Vortex. In der Tat ein interessanter Schnittpunkt der Kraftlinien. Nun, habt ihr überlegt, schon einmal, was ist mit eurem Astralkorpus konstruiert? Denn wer schafft, wird geschaffen, sagt man doch so schön. Nun, nun, das wurde bereits eingepflegt. Ja. Sehr interessant. Da solltet ihr am besten mal mit unserem Sphärologen sprechen. Er ist unten im Keller. Er hat aber alle Hände voll zu tun, die restlichen Spektabilitäten einzuberufen. Nun, er benutzt Schweineblut, was eine fürchterliche Schweinerei ist, wenn mir das Wort gestattet. Habt ihr schon eine Überlegung? Ha. Ja, ich habe in Wachung eine Methode kennengelernt, Wale zu benutzen. Seid ihr schon einmal darauf gekommen? Sie haben wesentlich mehr Blut und Kraft wie Lebenskraft. Oh, ein interessanter Vorschlag. Allerdings findet man in Kustik weniger Wale. Nun ja, es muss ja nicht ein vollständiger Wal sein. Ein kleiner Wal reicht ja auch schon aus. Man müsste eventuell die Interferenz mit den Torwallern bedenken. Warum habt ihr keine Elefanten aus Kurnchum mitgebracht? Nun, sie lassen sich etwas schwer transportieren. Durch das Tor? Ich denke, es ist groß genug. Nun Nächstes ja, Mal, nächstes Mal. wie schafft man aber einen Elefanten durch eine Akademie? Da habt ihr recht. Wir sollten sie direkt im Keller züchten. Ja. Nun ja, das ist halt eine andere Problematik, aber eine interessante Idee, wofür man Elefanten nutzen könnte. Schau mal, böse zu Sulamin. Sulamin lächelt nur undurchschaubar und denkt sich, gut, dass die Elefanten weit weg sind. Nun ja, wer weiß, was sich hier sonst noch für Kreaturen finden lassen. Nun, Meister Zornbricht, ich nehme an, eure Entsendung bedeutet, dass die Spektabilität selbst, der Konvokatus selbst es nicht schaffen wird? Der Konvokatus ist verhindert. Er sandte mich. Ja. Nun, wir freuen uns natürlich, euch hier zu haben. Eine Schande nichtsdestotrotz, dass diese Möglichkeit der Repräsentation unserer Fähigkeiten ein wenig verloren geht. Schließlich seid ihr nicht der gelernteste Sphärologe unter uns, nicht wahr? Nun, Sphärologe bin ich wahrlich nicht, nein. Aber ich weiß, worum es was wichtig ist. Und darauf habe ich stets Verlass. Nun gut, ihr solltet der versammelten Mannschaft ja bereits bekannt sein, nicht wahr? Ich bin mit allem und jedem bekannt. Selbst wenn Sie es noch nicht wissen. Hervorragend. Dann kann ich die Gesellschaft ja euren kundigen Händen überlassen, denn ich habe davor das Gefühl, dass die Capitania gleich meinen. Lasst mich, ja, die Altern von dann, um irgendwie zu der Mine davon abzuhalten, aber mehr zu erwürgen. Petilio, habt ihr euch gut unterhalten? Nein. Ich hatte so einen Verdacht. Ihr wirktet etwas verspannt. Ich bin mir sicher, der Konvokatus hat Gründe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie gut sind. Hat er denn wenigstens erwähnt, ob noch weitere Mitglieder der Bruderschaft der Wissenden erwartet werden? Hat er nicht? Ich habe aber auch nicht gefragt, denn nun, wer wird denn sonst noch auftauchen können? Ich hoffe nicht, Brabak. Denn wer auch immer sie schicken, er wird ein absolutes Desaster für unseren guten Ruf sein. Nun,
Ihr solltet die Spektralität Tabisius nicht unterschätzen. Sie ist eine sehr kluge Frau, aber sie ist eine verblendete Barbarat-Anhängerin in allen außer dem Namen. Ihr seid zu festgefahren in eurem Denken. Im Gegensatz zu euch, Abelmir, habe ich einen moralischen Standpunkt. Nun ja, das mag sein, aber was für einen Standpunkt ihr habt, das ist fraglich. Meine Herren, wir befinden uns hier auf einer Martinet. Wir sollten hier vielleicht nicht in der Art und Weise streiten. Wo sind eure Manieren? Er hat recht. Ausnahmsweise hat Voltax tatsächlich einmal recht. Verzeiht es mir, Abelmir. So oder so müssen wir uns, denke ich, über die Eignung der Barabaka-Gildenführung auf Konventen keine weiteren Worte verlieren. Nun, in Anbetracht dessen, dass fast ausschließlich Spektabilitäten anwesend sind, könnte es durchaus sein, dass auch Tabysius noch auftaucht. Eine Schande, dass aus Gaius geworden ist, was aus ihm geworden ist. Er hat sich bei so etwas immer gut gemacht. Nun, spielt das jetzt eine Rolle? Nein. Ach so, was ich euch noch sagen wollte. Diamantes und Raphim sind gegangen mit der jungen Hippolyta. Ist das nicht dieses... dieses Königsgehör oder so, das man auf den Weg der hier Minorität gesetzt hat, obwohl sie nicht geeignet ist, weil ihre Schwester irgendeine Königin von... Habt ihr nicht gesehen, war? Eine große Schande, wirklich. Ich weiß, Magierschaft, als ich daran wahrhaftig besser benehmen könnte. Ich weiß nicht, sie wollten mir ein Bier holen. Nun wollen wir hoffen, dass sie gut auf die Prinzessin aufpassen. Was für eine Königin? Prinzessin. Wessen Schwester ist das? Nun, sie ist die Schwester von Rohaya. Ach, deshalb kam sie mir so bekannt vor. Ach, herrje. Nun. Wahrhaftig, im Süden wäre so etwas nicht passiert. Nun ja, sie soll ein rechter Wildfang sein, wie man hört. Mehr als Selindian. Nun, Selindian hat eine gewisse melancholische Art. Sie neigt mehr zu explosiven Gewaltausbrüchen. Also ich fand es ja nicht besonders melancholisch, als er mir in den Bauch geboxt hat. Oder Kiaras. Nun ja, ihr müsst ihn verstehen. Er ist einer von Gareth. Und das bedeutet, dass ihr ihr mehr durchgehen lässt? Nun ja, sie sind die direkten Nachfolger auf dem Thron. Naja, Bardo und Shella waren auch speziell. Ich muss das wissen. Ich kenne sie ja. Oder kannte. Sollte man es ja wohl mit der Barabakschen Philosophie halten und den Thron und die Akademie strikt trennen. Denn solche Dinge mischen sich nicht. Eine zwergische Lehrmeister bekannt? Bitte was? Seid ihr denn mit ihrem Lehrmeister oder ihrer Lehrmeisterin bekannt? Denn... ich denke nicht, dass speziell sie zu dieser Veranstaltung geladen wurde, oder? Nun, ich kenne sie nicht. Sie soll eine Erzmagerin sein, aber ihr Name ist mir bisher noch nicht untergekommen. Ihr könnt sehen, wie erneut die Tür aufgeht und wohl zwei Schwarzmagier eintreten, eine Frau und ein Mann. Die Frau hat wohl Probleme mit ihrer Konventsrobe, die auch komplett in Schwarz gehalten ist. Abelmir kann wohl erkennen, dass sie Symbol vom Zirkel der freien Wissenschaft aus Gareth trägt. Allerdings ist der abgerissene Ärmelsaum, da wo abgerissen ist, könnt ihr noch viel Blut erkennen. Sie hat wohl also irgendwie einen Unfall im Limbus gehabt. Und neben ihr könnt ihr erkennen, Zulamin erkennt ihn auf alle Fälle, wie er mit seiner Präsenz diesen Raum einnimmt, obwohl er noch nichts gesagt hat. Tomek Aterion. Zulamin lächelt breit. Respektabilität. Zulamin, euch hier zu treffen. Ich hatte es erwartet, aber nicht zu hoffen gewagt. Nun, ihr erweist uns eine große Ehre mit eurer Anwesenheit. Danke. Und ihr erweist uns ebenso eine Ehre. Und ich sehe, ihr habt Morenas mitgebracht. Respektabilität? Es ist wie immer eine Freude, euch kennenzulernen. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt und ob es sich lohnt, diese Reise aus Farsani getreten zu haben. Nun. Serpentilio, wir haben uns lange nicht gesehen. Es ist in der Tat eine große Freude, euch zu treffen. Und ihr habt euch nun also auch Morenas angeschlossen, ebenso wie die Werte Zulamin? Nun, die genauen Verhältnisse haben sich seitdem ein wenig verschoben, aber ja... mir war nach einer
praktischeren Betätigung, wenn ihr so wollt. Also gut. Man soll den reisenden Vogel nicht aufhalten. Nun, nach derzeitigem Stand bin ich die Kapitänin unseres Schiffes und die Herren, auch der Werte Boltax, sind diejenigen, die die Analyse der Pforten durchgeführt haben. Davon habe ich bereits gehört. Nun, aber sagt, ich suche Ippolita von Gareth. Mir wurde gesagt, dass sie auch hier sein soll und ihre Lehrmeisterin sehe ich wohl, aber die junge Prinzessin nicht. Auch ihr werdet sie bestimmt noch finden. Ich werde meine Augen offen halten. Ihr schaut euch dabei eindringlich an, als wäre ein Teufel in Person. Seine Augen leuchten fast. Er hat eine echt kalte Anziehungskraft und wirkt auch gar nicht so sehr auf euch, als würde er 50 sein, sondern sehr viel jünger. Ich setze Boltax heiße Anziehungskraft dagegen. Okay. Sein entwaffnendes Lächeln. Und nachdem er euch dann lange eindringlich angeblickt hat, wendet er sich ab und geht dann wohl ins Gespräch vertieft mit Pervalia Arkanjew, der Rektorin vom Zirkel, durch die Gänge und ja, schaut sich um, begrüßt dann wohl auch die anderen, vor allem die Spektabilitäten der schwarzen Magie, hier anwesend, Dereal von Zornbrechte Lumarion. Ein widerlicher Mensch. Wir sollten froh sein, dass er aufgetaucht ist. Wir hätten es wahrhaftig schlechter treffen können. Wir hätten es auch besser treffen können. Ich kann ihn nicht leiden. Auch wenn ihr ihn nicht leiden könnt, er ist Kompetenz. Und Kompetenz ist etwas, was wir hier brauchen. Und man kann ihn nicht abstreiten, dass er die Alachami in einem eisernen Griff hat. Etwas, woran andere sich ein Beispiel nehmen könnten. Nun, ob er das wirklich so im Griff hat? Wir haben einen Bobradianer mitten vor seiner Haustür erwischt. Jeder hat einen Bobradianer vor der Haustür. Außerdem war es wohl kaum ein Ernstzunehmender. Es war ein Straßenprediger auf einer Obstkiste. Um Himmels Willen, darüber regt ihr euch auf, Avelmir. Ich dachte, ihr hättet einen Novizen enttarnt. Nun, enttarnt ist das falsche Wort. Er hat sich keinerlei Mühe gegeben, sich irgendwie zu verbergen, sondern hat versucht, die Leute auf dem Markt für seine Ideologie zu gewinnen. Bafim hat dem recht schnell ein Ende gesetzt. Nun, ich frage mich, was Turmak von Hippolyta will. Aber, nun ja, mit ihrer Abstammung und ihren magischen Fähigkeiten ist sie sicherlich eine interessante Person. Ich denke, wenn man Avelmirs Beschreibung und Alterions Persönlichkeit zueinander legt, wird einem relativ schnell ein Bild klar. Ja. Nun, er hätte gewiss nicht zugelassen, dass sie sich langweilt. Ich fürchte, sie hat zu früh das Weite gesucht. Entweder das, oder es könnte sich begeben, dass Rafim und Diamantis noch die Bekanntschaft machen. Mit Tomek? Ja. Oh, da haben sie ja richtig Glück. Ventilio zieht die Augenbraue hoch, aber sagt nichts weiter. Jedenfalls. Wir sollten uns um unsere Herberge kümmern. Ich denke, das erste aus dem Platz ist gerade gut für uns. Ich denke, das wird auch der Ort sein, wo Rafim und Diamant das nach uns suchen werden. Nun, wir können ihnen eine Nachricht hinterlassen. Ja, ich denke, sobald wir irgendwo untergekommen sind, schicken wir jemanden. Für den Fall, dass sie hierher zurückkehren und nicht wissen, wo sie uns suchen sollen. Ich hatte eigentlich gehofft, man würde uns am Institut unterbringen. Nun, dies ist eine Lehranstalt und kein Hotel. Nun, auch in Mirham haben wir Gemächer für Gäste. Nun, ihr könnt gerne hier im Zimmer eines Eleven Platz nehmen, aber ich ziehe eine nun ja etwas bessere Atmosphäre vor. Ich habe mal gehört, dass es hier gar keine richtigen Eleven gibt. Wie auch immer, oder ein Kammerdiener. Aber wenn ihr das wollt, gerne. Im Gegensatz zu euch, Abelmire, bin ich nicht hier, um mich zu entspannen, sondern um Arbeit zu leisten. Nun ja, das eine schließt das noch nicht aus. Die Vorbereitung ist alles, was zählt. Hat Abelmire recht. Wie gut kennt ihr euch dann in Kuslik aus, Abelmire? Sollten wir nach einer Wegbeschreibung oder Empfehlung fragen? Nun, wir sollten den Kutscher fragen, der uns dorthin begibt. Hinbringt.
Also, Zulamin, das kannst du nicht wissen und das kann auch Abe mir nicht wissen, aber im Horasreich ist es in der Regel so, dass das beste Hotel am Platz, am Marktplatz zu finden ist. Wir müssen also nur zum Marktplatz gehen. Nun, und dort werden wir es finden. Wie schön, dass ihr mich über meine eigene Kultur belehren wollt. Aber natürlich, es ist ja schon etwas her, dass ihr hier gewesen seid. Deshalb ist so etwas kann in Vergessenheit geraten. Das war sarkastisch gemeint. Nun, mein Ratschlag aber nicht. In der Regel ist es wirklich so, dass wir am Marktplatz das beste Hotel finden. In der Tat. Wir wagen einfach den Kutscher Isolon zum besten Hotel dieser Stadt bringen. Nun, Serpentilio, wenn ihr uns nicht begleiten wollt, dann... Oh, das habe ich nicht gesagt. Ich meinte nur, wenn es euch wichtig ist, dann solltet ihr jetzt abklären, ob ihr hier nächtigen könnt. Ansonsten könnt ihr uns gerne begleiten. Oh, ich werde euch gerne hier nicht mit Abelmir alleine lassen. Ihr langweilt euch doch zu Tode. Abdank für eure Fürsorge. Dafür nicht, Capitania. Dafür nicht. Nun dann, wir sollten uns frühzeitig bemühen, einen passenden Schlafplatz zu finden. Ja, ich denke auch. Wir haben allen einmal Hallo gesagt und wirklich losgehen tut es ja ohnehin erst morgen oder die Tage. Oh, richtig. Ich glaube, gegenwärtig können wir uns auch zurückziehen. Und je weniger ich mir ansehen muss, was Zornbrecht alles anrichtet, desto besser ist es. Ich stimme euch zu. Ja, wenn ihr nach draußen tretet, könnt ihr natürlich auch erkennen, wie die Inovizen, die Boltax eben angesprochen hat, wohl schon so etwas wie ein Siegel tragen auf ihrer Robe. Die kommen dann wohl aber nicht von der IAA, sondern von den anderen Akademien in Kuslik, sind dann also wohl so nur ausgeliehen, um den Dreck wegzumachen und ihre Magie hier wirken zu lassen, damit sie ein praktisches Beispiel haben. Ja, wenn ihr dann die Kaiser-Murak-Straße, dann draußen dreht, könnt ihr dann wohl auch erkennen, wie trotz des Regens hier zwei, drei Kutschen stehen und auf euch oder andere Magier warten. Und so könnt ihr dann auch nach einem kurzen Wink in der kleinen Kabine Platz nehmen. Ein Schiebefenster geht auf und der Kutscher beugt sich dann zu euch rein. Wo soll ich euch hinbringen? Bonjour, meine Herren. Zum besten Hotel dieser Stadt. Sehr wohl, sehr wohl. Und sehr geehrter Herr Kutscher, buongiorno erstmal. Könnten wir auf dem Weg dorthin noch bei einer Patisserie halten? Ich würde gerne noch etwas zu essen einkaufen. Habt ihr schon wieder Hunger? Ihr könnt selbstverständlich innerhalb des besten Restaurants, innerhalb des besten Hotels, könnt ihr so etwas erwerben. Oh, wunderbar. Das ist ja optimal. Nun gut, dann auf. Dann genießt die Reise, meine Herren, meine werte Dame. Ja, damit könnt ihr es rumpeln hören und nach grob 20 Metern hält er wieder an. Wir sind da, meine Herren. Meine Dame. Das ging schnell. Hotel zum springenden Delfin. Das macht einen Silber, bitte. Nun, hier, nehm zwei. Nun, ich würde mal galant die Tür öffnen und Sulamin aus der Kutsche die Hand reichen. Hab Dank, Abelmir. Nun, das trifft sich ja ganz hervorragend, dass das Hotel so nah am Institut liegt. Ja, in der Tat, nicht wahr? Sogar Amela Horas hat hier schon mehrmals genächtigt. So. Nun, dann wollen wir einmal schauen, ob wir noch Unterkunft bekommen. Ja, wenn ihr dann durch den Regen, durch den Sturm, durch die Kälte von der Kutsche einmal den Schritt durch die nassen Straßen wagt, direkt gegenüber zum Hotel Springender Delfin, könnt ihr dann wohl auch sehen, wie es sündhaft teuer sowohl außen aussieht als dann auch innen. Könnt ihr dann vorbeigehen an den teuren Majestätssuiten, den Statuen. Und den ganzen Balkonen, die euch dort dann erwarten, die dann auch selbstverständlich alle mit diesen Regenschirmen verhangen sind, damit man dann auch zu dieser Zeit draußen sitzen könnte und einen Kaffee trinkt. Aber auch das hat zurzeit niemand getan. Wenn ihr dann eintretet, roter Teppich, der ausgelegt ist, es ist angenehm warm hier drin, wohl mehrere Leute, die dann wohl in ihren schwarzen Wracks dann dort stehen, euch dann aus der nassen Kleidung helfen, wenn ihr denn mögt, euch ein Handtuch zum Abtrocknen erreichen und ein langgezogener Tresen, der sich dann auf der rechten Seite von euch auftut.
Ich würde da mal zum Tresen treten, wenn dort keiner ist, mich nach einer Klingel umschauen. Doch, doch, also Klingeln gibt es selbstverständlich auch, aber du wirst dann auch viele Bedienstete sehen. Ciao, buonasera. Wie können wir euch helfen, ne? Nun, wir benötigen einige Zimmer für, nun ja, einige Tage. Selbstverständlich. Ja. Habt ihr noch etwas frei? Wir haben nicht mehr etwas frei. Sehr schön. Nun, was könnt ihr uns offerieren? Das kommt auf den Preis an. Wir haben auch selbstverständlich die Majestätensuite frei. Amene Horas ist nicht im Haus. Nun, ich denke, eine etwas kleinere Suite würde mir zumindest vorerst reichen. Ich habe hier, ich zeige mal auf meine Begleitung hinter mir, noch einige Freunde mitgebracht, die ebenfalls Zimmer benötigen. Sehr wohl. 2 Dukaten am Tag und ihr sollt nächtigen wie der Horas persönlich. Ja, also wie teuer wäre denn diese teuerste Suite? 10 Dukaten die Nacht. Ja gut, ich kann in Edelsteinen zahlen, oder? Selbstverständlich. Dann würde ich die gerne nehmen. Bezahlt wird, wenn ihr abreist. Sehr gut. Habt ihr Gepäck? Ja. Ich würde die kleine Kiste, die ich gepackt hatte, hinstellen. Ja, er schnipst und jemand kommt dann vom Tresen zu euch rum. So sehr viele, dass ihr dann auch das Gepäck nicht selber tragen müsst. Und er hat tatsächlich auch schon die Schlüssel bei sich in der Hand und würde euch dann nach oben bringen in eure Suiten. Schließt dann auf und stellt dann die Koffer, geht dann auch rein, stellt dann die Koffer irgendwie vor das Bett und bleibt dann vor dem Bett stehen und wartet. Ja, ich würde, weil ich in meiner Suite bin, wahrscheinlich dann ihm, dem Dienstboten, wahrscheinlich auch 2 Silberteller handdrücken. Ja, super. Dann macht er noch eine Verbeugung vor dir und geht mit einem Grinsen nach draußen. Und mich dann mal nach einem Badezimmer umgucken, hast du ein eigenes Badezimmer. Du weißt, dass es tatsächlich hier diesen Luxus gibt mit Pumpmechanismen, die pumpen Wasser durch irgendwelche mechanischen Apparaturen gefiltert nach oben auf das Dach, was dann eben an den verschiedenen Leitungen nach unten läuft. Und du hast in deinem Badezimmer einen eigenen Abort, wo es wohl auch eine Spülung gibt. Du musst da diese Taste drücken und dann fließt das Wasser und schwemmt dann die Fäkalien durch ein weiteres Abrohr nach draußen, sodass es dann auch nicht stinkt. Du hast eine eigene Porzellanwanne, in die du dann auch selbiges gefiltertes Wasser laufen lassen kannst. Du kannst dann auch wohl sehen, wie es da drunter einige kleine, also es sind keine Holzscheite, sondern Kohle, die da aufgeschichtet sind, sodass du dann das Wasser auch erwärmen könntest. Auch direkt mit Abluftfilter, sodass dann eben auch dieses Kohlefeuer dann auch direkt nicht dieses Badezimmer einstaubt oder eben die Luft schlechter macht, sondern es wird direkt auch wieder nach draußen geleitet. Du hast so kleine Porzellan, es sind wohl Waschbecken, meinst du, auch wieder mit so einem komischen Hahn, den man dann drehen kann. Das ist das, also das hattest du nicht mal in deiner eigenen Villa, aber also im Salander hast du das schon kennengelernt, aber das ist eigentlich Technologie, Berufsgeheimnis aus dem Horasreich. Ach, endlich wieder zivilisiert, Gegend. Ich schaue mal mein Spiegelbild über dem Waschbecken. Liegt selbstverständlich auch alles in so kleinen Päckchen bereit, so kleine Stückchen mit Seife. Du hast einen eigenen Bademantel aus Flausch und Fell. Ist vielleicht kein Eisbär gewesen, aber schon irgendein flauschiges Tier hängt da direkt über der Tür. Du siehst da auch wohl, wie dann ein Rasiermesser liegt, was nägelnagelneu blinkt und schimmert. Und auch einen eigenen Bürstenschwamm, den man dir da wohl auch gereicht hat. Also es liegt alles parat. Ausgezeichnet. Ja, ich würde mich da einmal umziehen. Es geht ja nicht, dass man in der gleichen Kleidung wieder auftaucht, in der man dort angetroffen wurde. Ja, du weißt selbst, da musst du mal Etikette würfeln. Da würfelst du jetzt Etikette für. Okay.